Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, bei der ich dir Kenntnisse zu einer Textverarbeitung hier Word 2016 vermitteln möchte, die du benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, also eine VWA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben zu können. In diesem 14. Video geht es darum, einen Flattersatz links einstellen zu können. Das heißt, einen Absatz soll den sogenannten Flatter-Absatz haben. Dazu markiere ich einmal mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste oder auch bei gedrückter linker Maustaste kann ich das machen, hier den ganzen Absatz. Und gehe dann hierher in die Registerkarte Start und kann dann hier einstellen, wie sie ausgerichtet ist. Wenn ich sie linksbündig ausrichte, ist dieser Flattersatz, Flattersatz deshalb, weil es hier so dann ausschaut, kann ich das so einstellen. Dann ist er dann rechts ausgerichtet und ich kann auch hierher gehen, links, ist er hier links ausgerichtet, das heißt hier rechts geht es gerade herunter und hier links herunter. Und das hier wäre dann hier der sogenannte Blocksatz. Also nochmal. Der linke Flattersatz wäre durch die Wahl von diesem Bereich hier. Danke für die Aufmerksamkeit.